Hallo, Freunde. Jetzt bin ich mal auf der anderen Seite vom Kanal, sprich von der Südseite wird jetzt gefilmt. Sonst bin ich immer drüben auf der Nordseite. Da ist irgendeine Dodge, die Krach macht. Da hinten das kleine Teil ist die Slipanlage, wo sie ihre kleinen Schlauchboote mal reinlassen und rausholen. Viele, viele Jogger wieder hier unterwegs. Und aus der Richtung Hamm kommt gerade mal wieder ein Binnenschiffer, ein Kahn angeknuttert. Scheint auch nicht so riesig zu sein. Ich kann euch noch nicht sagen, was das ist. Aber ja, auf jeden Fall schon mal ein Frachter, kein Tanker. Das kann ich schon erkennen. Jo, wo ist es denn? Da. Ich sehe das nicht wegen der Sonne, die blendet so auf das Display hier. Und ich versuche mal hier mein Stativ ruhig in der Hand zu halten. Ja, ist auch wieder so ein alter Kutter. Jetzt eben schon zwei. Der eine aus Tschechien und der andere, ja, hat ja eigentlich keine Bootskennung direkt, aber ein holländisches Autokennzeichen drauf gehabt. Ich habe aber auch keine holländische Fahne gesehen bei denen. Die sind ja eigentlich immer sehr eigen, die Niederländer. Ja, wo ist er? Da ist er. War gerade in meinem Nacken, im Hintergrund war ein Hund. Deswegen habe ich hier ein bisschen gezappelt. So, da scheint die Helena. Helena Tinke. Tinecke. Helena Tinecke zu sein. Löschanlage eingeschaltet. Ja, da läuft gerade jemand schon hoch lang. N steht ja eigentlich für Norwegen, oder haben die das L verloren? Oh, oh. Kein Auto, doch, nee, kein Autobahn, nur Motorboot oben drauf sehe ich gerade. Das ist auch selten. Keine Längenangabe gesehen, keine Breite, keine Tonnenzahl. Okay, dann lassen wir mal Richtung Rhein weiterfahren. Mal viel weiter, das geht sich. Können Sie gleich links abbiegen nach Dortmund. Rechts zum Dortmund-Ems-Kanal und dann weiter Richtung Wesel. Ich hab's so gespürt, da ist er. Da war er, der Hund. Der kam noch mal wieder. Stups mich von hinten einfach an der Kleine. Okay, gut. Der Dampfer ist weg. Das war's wieder. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Norbert vom Kanal, da wo immer die Sonne scheint. Schaut sie euch an, das ist so geil hier. Warum in die Ferne schweifen, wenn ich die Sonne kann hier vor der Haustür ergreifen? Ciao.